Hallo meine lieben Gnulis und willkommen zu Uncharted 4. Endlich ist es soweit. Ich habe es auf der Gamescom gespielt und war begeistert. Bevor wir anfangen, noch eine kurze Sache. Folgt mir doch auch auf Instagram, dort möchte ich bald ein FAQ machen. Und auch gerne auf Twitch, wo wir auch dieses Game oder Doom streamen werden. Und noch eine Sache vorab, ich spiele jetzt mal 4 bis 5 Folgen und ihr könnt mir dann mit Däumchen nach oben und in den Kommentaren schreiben, ob ihr dieses Gameplay sehen wollt. Denn wenn nicht, dann können wir das auch gerne im Stream spielen. Ich würde mich allerdings sehr freuen und ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery. Und da sind wir auch schon mitten im Gameplay. Okay, ich muss dieses Ding jetzt also steuern. Alles klar. Geballte Action direkt am Anfang. Und ich habe ja schon vor kurzem erst mit einem Kumpel darüber gesprochen, dass ich Meere ja eigentlich nicht so mag, wegen Haien, aber nun gut. Ah, scheiße, da kommen auch schon Gegner. Okay, shit. Kann man die rammen? Jawoll, like a boss. Okay, dann kann ich mich wenigstens ein bisschen wehren, aber... wie der da einfach auch an der Seite rumsteht, als könnte man ihn nicht erschießen. Okay, alles klar. Wir sollen zur Insel, aber die ist leider noch etwas weit entfernt. Jawohl, weg mit dir. Okay, die Insel kommt näher und da kommen noch mehr Schweine. Ich kann die aber nicht rammen. Doch, yes. Haha, hau ab. Und, oh, shit! Shit, shit, shit! Okay, jetzt geht's ab. Ich kann, glaube ich, nichts machen. Ich kann auch nicht schießen. Ich kann wirklich nur fahren. Also liegt's an dem da hinten. Okay, kacke, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Also das Meer ist einfach so geil gemacht. Schaut euch das mal an. Oh, fuck. War das jetzt gewollt, oder? Okay, es war gewollt. Gut. Oh, das ist cool gemacht. Komm, wir steigen mal auf. Oh, shit. Oh je, oh je, oh je. Oh oh, die wollen mich doch nicht ernsthaft überfahren jetzt. Scheiße, scheiße. Ah, scheiße. Oh, war das knapp. Mein Gott, war das knapp. Komm schnell hoch. Schnell, schnell, schnell. Ah, okay, gut, das ist unser Boot. Aber es scheint kaputt zu sein. Hilf mir mal hoch, ey. Okay, scheiße. Ich muss jetzt ballern, oder? Ja, ich muss ballern. Ich konnte ja auswählen, ob ich ein automatisches Ziel haben möchte. Ich habe es mir überlegt, weil ich ja, wie gesagt, im Ego-Shooter bin ich auf der PS4 nicht so gut. Das liegt mir besser am PC, aber ich dachte, komm, ich schalte es aus. Und das ist ja wirklich gar keine Herausforderung, wenn man automatisch zielt. Und es funktioniert ja auch so, wie ich sehe. Scheiße, es werden mehr. Na, ganz toll. Was machen wir hier überhaupt? Was ist hier eigentlich schon wieder los jetzt? Okay, shit. Ach, kacke, nachladen. Nachladen. So. Okay, schön. Yeah. War es jetzt endlich oder kommen da noch mehr? Okay, geil. Schnell fahren. Schnell, 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 schnell. Und wir werden noch verfolgt? Ja, werden wir noch. Super. Oh oh, Steine, Vorsicht. Nein, scheiße. Ah! Er hat mich dagegen geschubst, die Sau. Okay, jetzt aber. Komm, wir schaffen das. Aufpassen auf die Felsen. Da kann man nämlich sterben, wie ich jetzt gerade bemerkt habe. Und jetzt Vorsicht, weil die Schweine drängen einen hier auch voll dran. Ah, fuck. Shit, 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 shit. Komm schon, wir haben doch gleich die Insel erreicht. Ich sehe sie doch schon. Es ist nicht mehr weit. Komm schon, ja, 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 sie ist gleich da.
Ja, wir haben es geschafft, oder? Nope! Nope! War das jetzt gewollt? Nathan? Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Ja, schaut euch mal das an. Das sieht doch total geil aus. Die Verlockung des Abenteuers. Unser erstes Kapitel von diesem Spiel. Und wir werden von Sam, wie er gesagt hat, jetzt gerade herausgelockt. Wahrscheinlich, ja. Ist es nicht auch der gleiche, der vorhin im Boot war? Der hieß doch auch Sam, oder nicht? Bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Aber ich denke, es handelt sich um den Bruder, weil sie ja gerade auch vom Bruder gesprochen hat. Und das ist wahrscheinlich Nathan in seiner Kindheit. Ja, und es hat eigentlich einen ähnlichen Charakter wie Assassin's Creed und Tomb Raider. Aber ich mag das. Ich mag das sehr. Vor allem, das ist wirklich fast exakt so. Super, brechen wir jetzt in ein Haus ein oder was? Still und leise. Leise sein, okay. Das ist schon mal etwas, was mir gar nicht gefällt. Ich bin in Spielen wie Hitman immer extrem schlecht gewesen. Und in Geschicklichkeit spielen, weil ich immer voller Trampel bin. Oh shit. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Genau, hau ab. Und dir am besten auch noch. Sehr gut. So, dann jetzt mal gucken, sie ist da rein. Da muss ich wahrscheinlich rein. Denke ich stark. Aber, oh, shit. Ah, Kacke. Nathan. Scheiße. Geil. So, jetzt aber. Ah, cool, man spawnt hier wieder. Ich möchte gerne... Hier, genau, da will ich rein. Da ist auch was. Meine Akte. Oh, eine Akte zu mir. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumgefuchtelt hat, um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort auf Edward gestürzt und den Größeren umgeworfen. Okay. Also ein kleiner Rabauke also. Darum ging es ja vorhin in dem Thema schon. Och Gott, bin ich gerade von dem Gemälde hier erschrocken. Ich dachte, da steht jemand. Dann wandern wir mal weiter. Hier geht's bestimmt nicht raus. Wäre der einfache Weg? Nein, natürlich nicht. Ich muss den schweren Weg nehmen und das ist an dieser Schwester hier vorbeizukommen. So, jetzt aber. Ich glaube, man muss diesen Moment, wenn sie nämlich, genau, wenn sie zum Fenster läuft, eigentlich schon direkt laufen. Was macht die da eigentlich?
Was zur Hölle? Die raucht! Und zwar heimlich, wie geil. Die raucht. Okay, und wenn sie sich Richtung Fenster dreht, dann muss ich zum Fenster rennen, denke ich mal. Komm, dreh dich um. Dreh dich um, dreh dich um. Schnell, schnell, schnell. Oh ja, gut. Gut, gut. Oh. Nein, nein, nicht nochmal rein, nicht nochmal. Nein, nein, raus, raus. Ach, Glück gehabt. Da ist ja der Typ. Wieso rennt der jetzt weg? Komm her. Das ist cool gemacht, wie der auch nach den Steinen alles greift. Noch einfach die ganze Atmosphäre. Also wirklich, Grafik ist der Hammer. Das ist unglaublich. Ich glaube, da werde ich wieder dementsprechend durchdrehen. Ist das geil. Ich würde auch gern so klettern können. Ich frage mich, ob das auch wirklich Menschen gibt, die jetzt Parkour machen, die da auch wirklich so drauf sind. Aber ich glaube, was die teilweise machen, ist schon ein bisschen zu akrobatisch hier. Jawohl, die heißgeliebten Stangen, die abbrechen immer. Oh, tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Niemand. Und hoch hier. Es sieht aber gefährlich aus hier. Was geht? Was ist denn das? Eine Lampe. Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also... Was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Okay, also das ist wirklich der Bruder und ich glaube, der hat keinen guten Einfluss auf uns. Komm. Oh, süß. Oh, süß. Ist das süß gemacht. Also ist doch der große Bruder, der Sam, kein guter Einfluss für mich. Ich bin im Weißen Haus. Er irgendwie nicht mehr. So, Bibeltreffen. Die erinnere ich mich. Und jetzt heißt es wahrscheinlich klettern, um's zu lernen, denke ich mal. Die Anfänge von einem Game sind ja immer so eine Art Tutorial oder halt eben Einführung. Ich glaube, das hier soll es auch sein. Auf jeden Fall schön umpackt. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Spiel euch zulegen werdet und habt ihr auch alle anderen Teile gespielt? Das würde mich auch mal interessieren. Oder spielt ihr einfach nur das, weil es jetzt halt eben neuartig und geil ist? Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das... Dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Ja, wenn sonst nichts ist. Mal gemacht? Ein oder zweimal. Ja, sieht aber noch mehrmal aus. Okay, es ist also wirklich so eine Art. Du bist dran. Okay, ich lerne das jetzt alles. Okay, und hoch geht's. Ich habe keine Ahnung, wo der mit mir hin will, aber ich mache einfach mal mit. Ganz schön verantwortungslos eigentlich von ihm, den kleinen Bruder überall rumkrabbeln zu lassen. Komm, geh hoch jetzt. So. Und was hast du so gemacht? Vorher gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Hast du? Ja, mal nein. Aktuell, ja, nein. So, so. Ein Weiberheld ist es also auch noch. Sowas geht ja gar nicht, ey. Okay. Ohne Mumm kein Ruhm. Oh shit. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Haha, denk nicht darüber nach. Leichter gesagt als getan. In vielen Hinsichten und in vielen Dingen. Oh, sieht das geil aus, Leute. Guckt euch das mal an. Dieses Altstadtmäßige im Hintergrund, dann das Moderne. Richtig geil.
Ah, shit. Hab dich. Siehst du? Kein Problem. Ja. Allein wie du schmerzen musst beim Aufprall an der, am Brustkorb, das interessiert die irgendwie gar nicht. Cool, wie der sich festhält. Geil gemacht, wirklich geil gemacht. Ja, voll. Spiele werden immer realistischer und besser. Guck mal, wie der sich da auch runterhangelt. Das ist so geil gemacht. Okay, wo geht's jetzt lang? Okay. Okay, okay, okay. Ist das cool gemacht, auch im Hintergrund mit dem Nebel. Ist einfach. Erinnert mich gerade ein bisschen an Hogwarts, an Harry Potter. Ach ja, klar. Soll ich es jetzt auch machen? Ich glaube ja. Ach, wenn es sonst nichts ist. Bereit, Tarzan? Was? Ich? Die prüfen nicht mal, ob das überhaupt richtig hält. Die springen einfach, die Gestörten. So, super. Und jetzt? Aber es sieht so cool aus, ey. Teilweise habe ich manchmal das Gefühl, als wäre das einfach echt. Es ist wirklich krass, also es ist wirklich krass hier in dem Spiel jetzt. Ey, ich bin dein Bruder. Ich komme hier nicht hoch. Okay, an der Seite. Alles klar. Hier hoch. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich habe das auch immer geliebt bei Tomb Raider, wenn auf einmal die Sachen so abgefatzt sind wie hier. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Ja, wirklich geiler Ausblick. Das sag ich aber auch schon die ganze Zeit. Extrem geil. Wundert euch übrigens nicht, wenn es für solche Let's Plays keine Cam gibt. Für das Doom-Let's Play wird es natürlich eine geben, weil da werde ich mich auch erschrecken. Das will man ja sehen. Aber ich finde, bei so einem Spiel, da hat meine Gosh einfach nichts zu suchen. Das würde einfach stören. Finde ich. Warte hier und schau mir zu. Okay, was hast du jetzt wieder vor? Alles klar. Tschüss. Dass ich das jetzt machen soll, ey. Ganz ehrlich, den Typen würde ich nicht daten. Oh, der Arme. Okay, auf geht's. Ah, ich kann sogar lenken. Shit. Jump it. Komm. Geschafft. Ja, natürlich. Okay, dann geht's mal weiter. Hier, folge mir. Ich folge dir schon die ganze Zeit. So, und jetzt? Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Na super. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Okay. Way! Wie das aussieht. So geht das nicht. Komm, wir prüfen es auch nicht. Wir springen direkt und... Oh, gut geschafft. So. Kommt er hinterher? Wie kann eigentlich das Seil nochmal zurückschwingen, frage ich mich. Aber ach, er ist schon da. Es ging aber schnell. Okay. Dann denke ich mal, müssen wir hier runter, oder? Okay. Oder? Nach dir. Ah, okay, nach mir, gut. Ich hätte wahrscheinlich einfach die Leiter runter müssen. Ja. Way! Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ja? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay?
Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Was Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komme selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenn den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Spanier also, hä? Jetzt gibt's aufs Maul. Acabemos con esto. Solamente con Canton. Jetzt gibt's aufs Maul. Jawohl, jawohl, schöner Hook. Komm her, ich zeige dir. Oh, shit. Schön gehebelt, du Schwein. Schöner Gegenkonter. Komm schön aufs Maul jetzt hauen. Komm schon, jawohl. Nein, hau ab. Wie er mich immer hebeln will, die Sau. Komm jetzt. Kämpf nicht wie eine Frau, kämpf wie ein Mann. Oh, ihr Pussys, ey. Wie gemein. 2 gegen 1. Seid ihr dumm? Ja. Oh, klar, ey. Was ist das für ein Arsch? Ich hätte jetzt eigentlich auch voll Bock, im echten Leben einfach rumzuschlägern. Komm jetzt, gib ihn. Jawohl, noch ein. Brech ihn die Nase, nicht mir, dir. Ja, los. Du Mistvieh. Komm schon. Jetzt, wie viel hält denn der aus, ey? Ja, genau. Komm schon, jetzt, genau. Ha, endlich dein Näschen gebrochen hier. Ja, schön. Ey, wie viel die aushalten? Die schlagen sich so in die Fresse. Komm, ey, scheiße, jetzt auch noch Bodenkampf. Komm schon, gib ihm. Ah, fuck. Schneller. Komm schon, stopp. Jawoll, like a boss, und jetzt mach ich dich fertig, du Bitch. Du. Was zum Bastard, Idiotas? Suéltenme! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, eh? Abre. Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Okay, kalmer dich. Und da sind wir auch schon im zweiten Kapitel, ein höllischer Ort. Ich finde das Spiel bis jetzt extrem
extremst geil. Also ich würde mich freuen, wenn ihr wirklich das komplette Let's Play sehen wollt. Zeigt mir das mit euren Däumchen nach oben und in den Kommentaren. Das war jetzt der erste Teil. Ich würde morgen direkt nochmal eine Folge raushauen. Und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen im Livestream und in einem neuen Uncharted-Video. Und dann sage ich wie immer Ade mit E. Waschi.